Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. So, wie ihr im letzten Video gesehen hattet, sind wir jetzt auch mit den Felgen und den Gabelholmen soweit. Jetzt geht es natürlich kurz, schnell weiter mit der Gabelholmbefüllung. Das mache ich jetzt rucki zucki. Als wir die Flüssigkeit der Gabelholme abgelassen hatten, haben wir festgestellt, wir haben 200 Milliliter. Das heißt, in jedem Holm befinden sich 100 Milliliter. So, ich benutze von Motul das 15W. Das ist spezielles Gabelöl. Der eine nimmt ein bisschen flüssigeres, der andere etwas dickeres. Ich fahre mit diesem Motul bisher immer am besten. Deswegen werde ich das auch dieses Mal verwenden. Leider habe ich im Eifer des Gefechts jetzt komplett vergessen, die Simmerringe noch mit aufzunehmen. Aber im Prinzip sind es einfach nur die Simmerringe. Die Staubkappen drüber stulpen, die kannst du von Hand an Position drücken und dann passt das. Ja. Ich werde jetzt schnell mit euch zusammen die 100 Milliliter pro Holm füllen und dann werde ich schnell die Holme einbauen. Und dann werden wir den Rest zusammenstecken. Wer Bock auf dieses Video hat, bleibt einfach dran. Denkt dran zu kommentieren und zu liken. Das hilft mir und der Algorithmus weiß, ich bin noch am Start. Von daher würde ich vorschlagen, wir legen los. 100 Milliliter pro Holm werden jetzt gefüllt. Ja? So, der erste Huni ist drin. Die erste ist gefüllt. Natürlich hier auch immer darauf achten, dass ihr so sauber wie nur möglich arbeitet. Da hört man es richtig schön gluggern. So, jetzt gehen wir rüber. So, ich habe jetzt eben schon mal den Auspuff noch abgenommen, weil wir auch das Hinterrad gleich montieren wollen. Das heißt, der eine Holm findet jetzt hier auf der Seite seinen Platz. Wunderbar. So, wir haben natürlich hier oben die Verschlussschrauben, die sind noch im Gabelholm drin. Das heißt, der Gabelholm wird reingesteckt und da muss man das einfach im Prinzip nur oben wieder in die große Verschlussschraube reindrehen. Erinnert ihr euch noch an letztes Mal, als mir das Ding fast runtergeflogen ist? Das war lustig. Das war lustig. Ja, ich habe meinen Schlagschrauber natürlich jetzt drüben liegen lassen. Ja, aber ich setze das Ganze jetzt von Hand an und dann hebt das. Das sieht schon ganz clean aus. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Oh, Freunde, die Felgen sind drauf. Es sieht mega geil aus. Wir haben 10 vor 10 unter der Woche. Hab keinen Bock mehr, mir reicht's für heute. War ein langer Tag. Im Prinzip kann man jetzt echt schon ein super geiles Ergebnis erkennen. Ich mache für heute Feierabend. Für euch geht's in einer Sekunde weiter. Bis gleich. Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. So, Freunde. Nächster Tag, nächstes Glück. Auspuff kommt jetzt drauf. Ja, mach mir den Auspuff. Gut, legen wir los. Ja, das muss genau so aussehen. Also nur wenn du dich wirklich richtig verkrübelst, gibst du dir auch richtig Mühe, oder wie sagt man so schön? Die Sonne fuckt dann doch ein bisschen hart ab, muss ich ehrlich sagen. Zylinderkopf müssen wir auch noch machen, dürfen wir nicht vergessen. Und das, den Stutzen vom Benzintank. Der ist nämlich schon angeknackst, den müssen wir austauschen. So, Auspuff ist drauf, sieht schon mal ganz geil aus. Jetzt machen wir den Stutzen vom Benzintank. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, die Zeit vergeht wie im Fluge. Es ist schon fast wieder dunkel draußen. Ich habe jetzt vom Haupttank den unteren Stutzen noch ausgetauscht. Dieser ist nämlich ab Werk aus Kunststoff. Kann ich euch gerade mal zeigen. Und es ist immer dasselbe mit diesen Dingern. Also wenn du komplett alles zerlegen darfst, nur weil dieser Stutzen hier abbricht, dann hast du echt, ja, also mich freut es nicht. Ich habe jetzt diesen ausgetauscht durch einen aus Metall, beziehungsweise aus Aluguss. Das kann jetzt da nicht mehr passieren. Zudem habe ich den Zylinderkopf, beziehungsweise die Zylinderhaube ausgetauscht, weil das Gewinde am Temperaturfühler komplett ausgewaschen ist. Das ist mir beim Zusammenbau gar nicht aufgefallen. Ich habe den Temperatursensor reingedreht, habe ihn leicht angesetzt. Hätte eigentlich ausreichen sollen, das war mir aber jetzt zu unsicher, da ich ganz leichten Kühlwasserverlust hier an der Seite hatte. Und das brauchen wir natürlich nicht. Das heißt, der ist eigentlich hinfällig, den kann man wegschmeißen. Ich habe jetzt den drauf, der vorher verbaut war. Dieser ist jetzt super. So, Kühlmittel ist auch drin. Entlüftet habe ich auch wieder. Habt ihr ja im vorherigen Video gesehen, wie das funktioniert. Jetzt, letzten Endes, ist es eigentlich nur noch frischen Sprit reinhauen, weil den habe ich auch abgelassen, der war pissgelb. Frischen Sprit rein und das Ding einfach nochmal tackern lassen. Das machen wir jetzt noch. So, wo ist er denn? Da ist er doch. Irgendwo habe ich noch eine Spritleitung gehabt, beziehungsweise irgendeine Leitung gehabt, damit ich den Sprit besser reinkriege. So, das muss ich kurz suchen. Wie immer, alles immer erstmal suchen. Das ist doch ein Standardgedöns. So, hier ist er. Ah, durstig ist er. Das Geilste ist immer nach so einer Sache, komplett tankvoll und dann ist nochmal irgendwo was undicht. Wer hat's erlebt? Schreibt's mir in die Kommentare. Ah ja, da bin ich gut drauf, merkt ihr's? Ah. So, damit wir jetzt auch mal eine Bildveränderung haben, rollen wir jetzt mal ein bisschen nach da vorne. So, Mikrofon mache ich natürlich jetzt aus. So, macht mir einen Gefallen, ignoriert mal den ganzen Müll hier. Ich bin am Aussortieren zwischen Müll und Metall. Sollte jede Werkstatt haben, solche Dreckecken. Aber es ist unglaublich, was ich hier mal ansammle. So. Hauen wir mal dem Ding Strom drauf und dann gucken wir mal, ob er Hallo sagt.
Jawohl, Freunde. Wieder geht ein erfolgreicher Tag zu Ende, beziehungsweise erfolgreicher Abend. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Es hat alles soweit gut geklappt. Klar, ein, zwei, drei Handgriffe hat man doppelt gemacht. Aber da ist es, wenn man manchmal auch noch gebrauchte Teile verwendet. Aber an und für sich, was haltet ihr davon? Sieht doch schon mal ganz geil aus. Wir können Probefahrt machen. Aber, wie ihr wisst, das ist das Ende des Videos. Wir werden erst im nächsten Video eine Probefahrt machen. Den Zusammenbau von der Verkleidung muss ich mir überlegen, ob wir den noch filmen, ob ich beim nächsten Video direkt reinhaue. Auf jeden Fall, nächstes Video wird sein Probefahrt und eventuell könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich euch mitnehmen soll zum TÜV, ob ihr Bock drauf habt, eine Fahrt zum TÜV. Ich müsste natürlich auch mit dem TÜV abklären, ob das genehmigt ist, dass ich da filmen darf, aber ist ja egal. Jetzt geht es erstmal um den Stand der Dinge. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und falls du jetzt zum ersten Mal hier reinschaust und sagst, das ist eine geile Sache, was der Kerl da macht, dann hinterlass mir doch ein Abo, ein Kommentar und ein Like auf das Video. Danke euch vielmals. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, Freunde. Ciao. I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype, I stay loose.